Hallo, liebe Jungfrau. Zwischen 1. und 2. des Monats hast du einen Vollmond in Fische. Mit diesem Vollmond in deinem Partnerschaftsbereich wirst du eine neue Situation erleben oder vielleicht gibt es schon eine Situation im Bereich der Liebe, die mehr Klarheit und eine neue Blickrichtung erfordert. Zwischen 2. und 4. des Monats bilden Venus und Saturn einen Spannungsaspekt. Du hast dir vieles mit deinem Mitmenschen vorgenommen, aber nicht alles wird so verlaufen wie geplant. Es ist besser, an diesen Tagen beim Sicheren zu bleiben, anstatt etwas zu riskieren oder die eigene Sicherheit zu gefährden. Am 5. tritt Merkur in das Sternzeichen Waage ein. Das heißt, bis zum 26. Monatstag wirst du dich zunehmend um das Thema Finanzen, Einkommen und Besitz kümmern. Es wird schwierig sein, mit einem Thema abzuschließen, denn du selbst oder eine andere Person ist in Bezug auf eine Sache unentschlossen. Es kann sich hier um einen Familienangehörigen handeln. Zwischen 5. und 9. des Monats bilden Sonne und Jupiter einen harmonischen Aspekt. Du wirst dich um eine lästige Angelegenheit persönlich kümmern müssen. Bis zum Monatsende dürftest du eine berufliche Veränderung erleben oder selbst durchführen, welche mehr Verantwortung und Hingabe von dir erfordert. Am 10. geht Mars, der Planet der Handlung, rückläufig in Widder. Eine Geldinvestition wäre bis zum Jahresende notwendig. Es wird dir bis zum 14. November bewusst, wie gefährlich ein Mensch sein kann. Ein großes Geheimnis kann entlüftet werden und für Unruhe sorgen. Geduld ist bei den Themen Steuer, Finanzen, gemeinsamen Ressourcen, Erbe und Geschäften erforderlich. Zwischen 11. und 12. des Monats haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Neptun. Im Allgemeinen sollte man darauf achten, dass man sich nicht von anderen Menschen ausnutzen lässt, indem man mittels Schuldgefühlen erpressen wird. Am 13. läuft Jupiter direkt in Steinbock. Das heißt, eine Angelegenheit, die mit Kindern, Enkelkindern zusammenhängt, dürfte sich bald zum Positiven entwickeln. Das Gleiche gilt, wenn man seit langem auf eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung wartet. Dieser Aspekt ist besonders positiv zu bewerten. Zwischen 12. und 15. des Monats haben wir Venus Quadrat Uranus. Deine körperliche Leistungsfähigkeit kann ein bisschen abnehmen. Finanzielle Angelegenheiten sind nicht gut beeinflusst an diesen Tagen. Große Geldverluste können hierbei auftreten. Zwischen 16. und 17. haben wir einen Neumond in deinem Zeichen. Neue Situationen werden in deinem Leben auftauchen, wenn du bereit bist, dich von bestimmten Gewohnheiten und sogar von Menschen zu verabschieden, die deiner Weiterentwicklung hinderlich sind. Zwischen 18. und 23. September bilden Merkur und Pluto einen Spannungsaspekt. Es ist nicht die richtige Zeit, meine liebe Jungfrau, eine neue Initiative zu ergreifen, die verheerende Konsequenzen haben kann. Alle Entscheidungen sollen durchdacht werden. Man sollte sich bei einer Situation zurückziehen und warten, bis eine klare Tendenz erkennbar ist. Bis zum Monatsende solltest du nur das Notwendige in Erwägung ziehen. Dann haben wir zwischen 24. und 26. des Monats Merkur in Opposition zu Mars. Eine kleine Reise könnte bald stattfinden. Auseinandersetzungen rund ums Thema Geld können stattfinden. Zwischen 27. und 29. haben wir Venus
im harmonischen Aspekt zu Mars. Dein Liebesleben kann wieder ins Leben zurückkehren. Das ist eine positive Sache für alle, die Single sind oder Menschen, die in einer Partnerschaft schon leben. Und dann zum Schluss, zwischen 29. und 30. des Monats haben wir Mars Quadrat Saturn. Es gibt eine ernsthafte Situation, die geregelt werden muss, damit du ein wichtiges Vorhaben erfolgreich umsetzen kannst. Diese Situation wird am Monatsende auftauchen. Meine liebe Jungfrau, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du eine individuelle Vorausschau brauchst, ich bin bereit, dich jederzeit zu beraten und zu unterstützen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Viel Glück in September 2020 und wir sehen uns im nächsten Video.